Mein Name ist Survival Pete und ich werde versuchen, auf einer einsamen Insel zu überleben. Hier gibt es Wölfe, Bären, Elche, Vielfraß und noch viele andere wilde Tiere. Ich werde versuchen, 24 Stunden lang zu überleben. Ich habe einen Rucksack mit Ausrüstung dabei. Was ihr auf einer einsamen Insel dabei haben solltet, verrate ich euch hier in diesem Video. Wenn ihr sowas alleine macht, achtet immer darauf, dass ihr irgendwie Funkgerät habt, Satellitentelefon, was auch immer, dass ihr jemanden anrufen könnt, der euch rausholt, wenn ihr mal in der Wildnis verschollen geht. So, in Schweden ist es ja so, dass man hier kilometerweit laufen kann und wie ihr sehen könnt, man kann sich hier so leicht verirren. Wenn man nichts an Orientierung hat, nicht mal eine Sonne, die oben am Himmel scheint, dann hilft dort wirklich nur ein Kompass, weil auch hier in der Wildnis hat man so gut wie keinen Empfang. Ne? Wenn ich jetzt schon diese Richtung laufen will, dann will ich auch den Weg wieder zurückfinden. Ne? Man sagt ja auch, Moos wächst an der Nordseite. Ja, vielleicht an einzelstehende Bäume auf einer Wiese. Aber hier im Wald, check it, hier findet man nicht wieder so schnell einfach raus. So schnell kann man verschwinden. Es ist sehr steinig, hügelig und rutschig, gefährlich. Das sieht so geil aus. An den Bäumen hängen hier überall Flechten dran. Schaut euch das hier mal an. So, hier sieht man das wieder ganz gut. Hier haben wir einen Wildwechsel, die Autobahn der Natur. Weil die führen entweder zum Wasser oder zum nächsten Ort, wo man was zu fressen findet. Wenn man Wildtiere in der Wildnis beobachten möchte, dann ist es wichtig, dass man die Windrichtung kennt. Dafür gibt es einen Seifenspender und damit könnt ihr ganz einfach Seifenblasen machen. So, und dann könnt ihr schauen, von wo der Wind kommt. Die Seifenblasen gehen in die Richtung, das heißt, wenn ich mich mit den Seifenblasen dahin bewege, dann werde ich niemals ein Wildtier sehen, weil mein Geruch in die Richtung getragen wird. Das heißt, ich muss in diese Richtung, genau entgegengesetzt. Dann kann ich das Wildtier riechen, aber es mich nicht. Hier sind überall diese Hirschlausfliegen. Und ich werde jetzt einfach mal eine Mütze aufsetzen, weil die gehen mir doch ganz schön auf den Senkel. Schaut euch das hier mal an. Dieses kleine Mistvieh. Hirschlausfliege. Hirschlausfliegen sind Ektoparasiten, die neben Wildtieren auch Hunde oder Menschen stechen können. Der Stich der Hirschlaus ist schmerzhaft und kann Juckreiz und Hautentzündungen auslösen. Die Hirschlausfliege kann ihren Wirt mit gefährlichen Krankheitserregern infizieren. So, es wird schnell dunkel. Ihr seht, ich habe hier kaum noch Licht. Und da der Boden so uneben ist, habe ich eine Hängematte dabei, weil die kann ich immer irgendwo zwischen den Bäumen spannen und dann spielt der Boden keine Rolle. Und wie gesagt, ich bleibe lieber hier in der Nähe vom Wasser, weil ich mich hier persönlich sicherer fühle. Und man hat hier auch noch das Strandfeeling. Ohne Strand, nur mit Stein. Naja, Schweden halt, ne? Man läuft hier durch, es ist alles weich und nass. Und die Hose ist hier unten auch schon nass und die Schuhe komplett. Ne? Wie gesagt, es ist wichtig, dass man wasserdichte Schuhe hat. Sonst hat man hier draußen ein Problem. So, ich überlege gerade, ob ich nicht doch lieber mehr ins Landinnere gehe, zum Beispiel hier bei den beiden Bäumen, weil ich sehe jetzt schon, dass die Hängematte total hin und her schaukelt. Also da unten ist eigentlich ganz schlecht. Oh, das war knapp. Hier ist es doch zu offen
und zu windig. Der Schlafplatz sollte gut gewählt sein, denn nur wer ausgeschlafen hat, kann am nächsten Tag mit voller Energie durchstarten. Ihr solltet darauf achten, dass ihr nicht in einem Wildwechsel eure Hängematte aufhängt. Achtet auch auf tote Äste, denn Äste können euch verraten, ob Totholz oben in den Bäumen hängt. Selbst bei einem kleinen Sturm können diese noch runterfallen und auf euch stürzen. Ist natürlich ein sehr krasses Flaggschiff, ne? Und da drinnen fühle ich mich sicher. Wie gesagt, ich bin weg vom Fußboden und habe einen Rundumschutz um die Hängematte. Und selbst wenn es regnet, hört man das kaum, weil es sich nicht so nach Plastik anhört, sondern das so ganz leicht abtropfen abhält. Ich will ja weit vom Fußboden entfernt sein, weil es hier ja noch andere Raubtiere gibt. Ich habe keinen Schlafsack mit, ne, weil irgendwo muss man ja Gewicht sparen und Platz. Deswegen habe ich jetzt meinen Fjällducken mit. Das ist dann so ein Biwaksack, also den kannst du für alles verwenden. Also als Schlafsack, als Hängematte, Überzug oder als Jäger-Sitzsack, ne, wenn du irgendwo auf einer Kanzel bist oder so. Ja, ein Sack für alles. Selbst als Tarp kann man das verwenden. Normalerweise würde ich ja hier in meinen Fjällducken schlafen, aber ich habe so die Befürchtung, dass die Nacht eventuell kalt wird. Deswegen werde ich ihn als Schlafsackhülle verwenden. Das heißt, ich werde die ganze Hängematte dort mit reinnehmen, sodass ich dann halt in so einen Kokon bin. Mit Klamotten. Ne? Habe ja keinen Schlafsack mit. Der Fjällducken muss ausreichen. Und macht dann den Reißverschluss zu. Also es ist gemütlich. Ich habe ja schon mal so eine Nacht verbracht. Es ist halt nur alles steinhart, weil ich da drin keine Isomatte habe oder Schlafsack. Das heißt, da muss ich mich ab und zu links oder rechts auf die Schulter drehen. Ne? Und dadurch wird man eher wach, weil das so steif irgendwann ist. So, dann werde ich mir jetzt was zu essen machen und dann geht es auch schon bald ins Bett oder vielmehr auf die Jagd. Wir wollen ja noch ein paar Elche finden mit der Wärmebildkamera und ja, ich brauche unbedingt Zucker. Ihr merkt das, Denken wird immer schwieriger, sobald man keinen Zucker mehr zu sich nimmt. So. Ja, es wird langsam dunkel und ich werde mir jetzt mein Essen zubereiten und dafür verwende ich einmal hier so eine Fertigtüten. Die brauche ich halt nur mit Wasser aufkochen und dann ist es eine fertige Mahlzeit. So, die habe ich aus dem Paket von dem 7-Tage-Notvorrat. Das stelle ich euch nochmal vor. Und hier auf dieser Insel teste ich halt ja, die Nahrung, einmal wie sie schmeckt und einmal wie lange sie so durchhält, was die Kalorienzahl angeht. Weil ich mich hier ja bewege und die Nacht eventuell kalt wird. Das heißt, wenn ich frieren sollte und der Körper versucht Wärme aufzubauen, ne, wie gut bringt mir die Energie sozusagen die erforderliche Körperwärme. Wenn eine Tüte halt nicht reicht und ich nicht wirklich satt werde, werde ich mir natürlich die zweite auch noch dazu machen und kann dann wenigstens über den Geschmack mehr erzählen. So, und wenn alle Stricke reißen, habe ich hier noch so einen Energy-Riegel. Ne? Das ist Conva 7, Chocochino. Auch das werde ich hier testen. Dann würde ich sagen, wir fangen an, bevor es einfach zu dunkel ist. So, ich benutze hier einen Gaskocher von Optimus. Das riecht ja nach Chips, also wie gesagt, das soll hier alles vegan sein. Und da kippe ich jetzt den Erbseneintopf rein. Und dann stand da drauf nur noch umrühren. Und jetzt 10 Minuten warten. Hier gibt es auf der Insel ganz viel Quarz. Ne? Das soll ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass man hier eventuell Gold finden kann. Auf jeden Fall ein schöner Quarzstein. Wir haben gerade Nieselwetter. Es regnet gerade doll. Ja, wie gesagt, wir haben hier sehr feuchtes Klima. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Aber wenn man draußen ist, sollte einen das nicht stören. Ne? Wenn wir schon den Körper nicht von außen wärmen können, dann können wir ihn wenigstens von innen wärmen. Mit Energie und mit einer warmen Mahlzeit. Etwas dickflüssiger, genau so wie es sein muss. Wie gesagt, 500 Milliliter, Wasser aufkochen, Tüte rein, umrühren, einfach nur warten. Ihr müsst nichts machen. Jetzt versuche ich das mal zu mischen.
diese Riegel hier mit der Soße. So, und die kann man jetzt einfach so essen. Finde ich persönlich ein bisschen trocken. Ich versuche mal ein bisschen was reinzumischen hier. Die Kombination, die ist klasse. Wenn ihr so eine Suppentüten macht, haut die Kornbar-Riegel mit rein. Macht die schön klein. Ja, ich esse jetzt nochmal auf und dann würde ich sagen, gehen wir mit der Wärmebildkamera unterwegs und schauen einfach mal, wo wir die Elche finden oder ob wir überhaupt welche finden. Ich bin gespannt. Ja, und es fängt schon wieder an zu regnen. Ich hatte mich vorher mit einem Fjällduggen an Stein gelegt und dachte, ich könnte da vielleicht ausharren vorne am Wasser. Aber das wird nichts, weil wenn da das Wild lang kommt, also ein Elch, der trampelt dich komplett nieder. Ein Wolf, der zieht dich da weg und ein Bär erst recht. Also dann doch lieber wieder zurück unter das